Wir sind bei Platz 5 und der geht an Island mit Daði og Gagna Magnit mit Think About Things. Daði og Gagna Magnit ist eine isländische Indie-Electro-Band um Frontsänger Daði Freyr. Teil seiner Band sind auch seine Frau Ani und seine Schwester Sigrun. Daði Freyr ist 27 Jahre alt und kommt aus Reykjavik, wohnte dann eine Zeit lang in Dänemark und jetzt ist er in Berlin. In Berlin studierte er ab 2014 dann auch Musikproduktion. 2017 nahm er dann schon einmal am isländischen Vorentscheid teil, kam aber nur auf Platz 2. Der isländische Vorentscheid ist der Söngvar Kapnin 2020. Think About Things heißt über Dinge nachdenken. Im Song beschäftigt sich Daði mit seiner 10 Monate alten Tochter und denkt darüber nach, was sie wohl jetzt gerade oder in Zukunft über die Welt denken mag. Welche Schlüsse wird sie für sich selbst ziehen? Was denkt sie möglicherweise auch über ihre Eltern? Aber stets mit der Versicherung, dass Daði für sie da sein wird und sie ihm immer alles erzählen kann. Der Song ist englisch und ein Indie-Electro-Song. Das ist definitiv der nerdigste Auftritt beim ESC jemals. Man schaue allein auf ihre Sweatshirts, wo die Gesichter von den Musikern drauf sind, im Minecraft-Stil. 8-Bit-Farbblöcke auf grünen Pullovern, das ist ja alleine schon eine coole Idee und sorgt schon für das Alleinstellungsmerkmal für die Band. Das ist einfach ein toller, unverwechselbarer Wiedererkennungswert. Das Musikvideo ist auch einer meiner Top-Favoriten, ein Familienheimkonzert. Die Enkelin spielt erstmal Flöte und dann kommt begeisterter Applaus. Und dann sind Daði og Gagna Magnit an der Reihe. Zunächst erwartungsvoll stellt sich im Laufe des Auftritts heraus, dass die Familie so gar nicht begeistert ist von dieser vielleicht doch eher untraditionellen Art, einen Auftritt beim Familienfest hinzulegen. Und dann verwandeln sie das Wohnzimmer auch noch in ein Disco-Zimmer. Ab da sind sie völlig unten durch. Am Schluss bleibt erst die Ruhe. Eine Konfettikanone bringt dann doch noch einen sehr verhaltenen Applaus. Die Story noch, die Queen, die trug bei ihrer Corona-Ansprache ja ein Greenscreen-ähnliches Kleid. Daraus wurde dann das. Der Hype hält also noch weiter an, trotz ESC-Absage. Daði og Gagna Magnit schneidet europaweit hervorragend ab in den Umfragen. Ich sag's echt und immer wieder, es wäre oben und im Finale generell ganz, ganz, ganz eng geworden von den Punkten in diesem Jahr. Das ist eigentlich echt schade, dass das Ding flach fällt, weil dieses Drama hätte ich doch sehr gerne mitbekommen. Der Song ist total zeitlos, er ist super eingängig, er ist außergewöhnlich vom Auftritt her und alles passt. In der NDR-Abstimmung gab es für Daði og Gagna Magnit den ersten Platz im zweiten Halbfinale. In meinem Voting gibt es im zweiten Halbfinale Platz 3. Und im Finale dürfen sie die Top 5 eröffnen, Platz 5 für Think About Things.